Es ist soweit. Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und die ersten Insekten sind bereits unterwegs. Es wird Frühling. Die ungewöhnlich milden Temperaturen geben den Startschuss für die Fledermaus-Notpflegestation, ihre Schützling sanft aus dem Winterschlaf zu wecken. Nachdem die Fledermäuse über mehrere Stunden ihre Winterschlafstemperatur von 5 Grad auf eine Betriebstemperatur von 35 bis 39 Grad Celsius erhöht haben, werden sie von Kopf bis Fuß kontrolliert. Eine wunderschöne Seltenheit sehen wir gerade hier. Es ist eine Zweifarben-Fledermaus. Und als ob das nicht schon genug speziell wäre, ist sie auch noch ein Weibli. Aus unbestimmten Gründen kommen nämlich eher Männli zu uns. Weibli sind eine wahre Rarität. Sie hat grosses Glück gehabt. Sie ist mitten in Zürich völlig entkräftet auf einem Balkon gefunden worden. Nach einer viertägigen Beobachtung und Pflege hat sie den Winterschlaf bei uns fortsetzen und ist heute bereit für ihre Entlassung zurück in die Natur. Mit ihr zusammen sind noch 27 weitere Fledermäuse bereit. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Damit wir ihnen einen möglichst erfolgreichen Neustart können ermöglichen können, wird jede Fledermaus vor dem Abflug gefüttert. So müssen sie zumindest in dieser Nacht nicht mehr auf die Jagd gehen und rund 1500 Mücken fangen. Neben dieser Zweifarb-Fledermaus werden 3 Zwergfledermäuse entlassen, die sehr wahrscheinlich in der Region bleiben, da sie nicht ortsgebunden sind. Die 4 Weissrand-Fledermäuse sind Kulturfolger und fühlen sich in der Stadt zu Hause. Erst Ende 80er Jahre hat man sie südlich von der Alpen entdeckt. Als Felsensteppenbewohnerin findet sie sich in unseren Siedlungsregionen ideal zurecht. Und dann wären da noch unsere 20 Rauhautfledermäuse. Sie werden es mit Sicherheit am anstrengendsten haben. Höchstwahrscheinlich werden sie in der Folgenacht ihre Reise nach Nordosteuropa antreten. Dort werden sie ihre Jungen gebären und aufziehen und den ganzen Sommer verbringen, bis sie dann im nächsten Winter wieder zu uns migrieren, für einen tiefen, gesunden Schlaf. So, jetzt habe ich Ihnen einiges erzählt. Ich will Sie nicht mehr länger hinhalten. Freuen Sie sich mit uns, dass die Königinnen von der Nacht wieder dort sind, wo sie hingehören. Fledermausschutz heisst es jetzt nicht jemanden ausruhen. Nein, es geht an die Vorbereitungen für die Jungtiersaison. Und falls Sie die ein oder andere Fledermaus sehen, dann grüßen Sie sie doch herzlich von uns. Ade miteinander.